Man braucht nicht viel. Becher, eine Matte und eine Uhr. Fertig ist das Stacking-Spielfeld. Und so sieht es dann aus, wenn ein Stacker in seinem Element ist. Es geht beim Stacking darum, mit 12 speziellen Plastikbechern nach definierten Regeln Pyramiden auf- und wieder abzubauen. Und das so schnell wie möglich und fehlerfrei. Beim erst 8-jährigen Lennox klappt das schon richtig gut und vor allem richtig schnell. Obwohl er den Sport noch gar nicht lange ausübt, hat Lennox für den TV 89 Zuffenhausen bereits an 2 Weltmeisterschaften teilgenommen. Bei uns, da war ein Fleckenfest und da hatten die auch einen Stand. Und da habe ich das halt das erste Mal gesehen und dann habe ich es ausprobiert und es hat mir gefallen und da bin ich halt dazu gekommen, das als Hobby zu machen. Nachdem Lennox bei den ersten Weltmeisterschaften im südspanischen Molina bereits 2-mal Bronze und 1-mal Silber gewinnen konnte, ging die WM in diesem Jahr online über die Bühne. Dementsprechend größer war auch die Konkurrenz. Zu den Oldies gehört Wolfgang Bleischwitz. Er stackt bereits seit 2008 und hat seitdem an unzähligen nationalen und internationalen Meisterschaften teilgenommen und bereits jede Menge Titel gewonnen. Ja, das Faszinierende daran ist, dass man es eigentlich in jedem Alter machen kann und dass man auch nach Jahren immer noch schneller werden kann. Das ist das, was mich immer wieder begeistert und dass es eben Eltern und Kinder auch gemeinsam machen können. So bin ich auch dazugekommen durch meinen Sohn, vor sind es bald 14 Jahre. Durch die Familie Bleischwitz kam das Stacking auch zum TV 89 Zuffenhausen. Die Abteilung erfreut sich großer Beliebtheit. Schon jetzt freuen sich alle auf den Moment, ab dem das gemeinsame Training wieder möglich ist. Denn beim Stacking gibt es ja auch die Doppel- oder Eltern-Kind-Disziplin. Stacking, also ein Sport für jedermann, aber vor allem auch gut für den Kopf. Es kommt ursprünglich aus der Bewegungstherapie, weil man immer abwechselnd linke und rechte Hand benutzen muss, arbeiten immer dann die beiden Gehirnhälften abwechselnd und müssen sich auch koordinieren. Das vernetzt die beiden Gehirnhälften und das hilft einem dann auch bei vielen anderen Dingen. Also mein Sohn zum Beispiel, der hat gesagt, er hat leichter Vokabeln gelernt und viele auch bei uns im Verein sagen, sie werden in Mathe besser, sie haben besseres räumliches Vorstellungsvermögen. Das ist wirklich auch vom Kopf eine wunderbare Nebenwirkung, neben dem Spaß, den man beim Sport natürlich hat. Stacking, ein vielseitiger Sport, den man fast immer und überall ausüben kann und der mitten in der Sportregion Stuttgart beim TV 89 Zuffenhausen eine Heimat gefunden hat.